usual. Alarm Easter. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hitman. Heute machen wir die Gelegenheiten weiter. Denn wir haben hier noch ein paar Gelegenheiten, die wir noch machen müssen. Zum Beispiel den, den wir gleich mal verfolgen werden. Das Corpus Delicti. Eine Nachricht von Dexie Barrett für Ken Morgan. Könnte nützlich sein. Sieh an, Dexie Barrett lässt Ken Morgan, dem Bewohner der Königinnen-Suite, eine Nachricht zukommen. Das muss der Grund für Morgens überraschender Besuch sein. Klingt vielversprechend. Barrett will ganz offensichtlich nicht, dass Jordan Cross von Morgens Anwesenheit erfährt. Was auch immer die beiden miteinander zu schaffen haben, werden sie also heimlich tun. Wieso fangen sie die Nachricht nicht ab, 47? Vielleicht erwischen sie Morgan ja auf dem falschen Fuß. Gut, das werden wir mal versuchen. Erstmal müssen wir rein. Beschaffen Sie den Brief an Ken Morgan. Dann mache ich das mal schnell. Checking in. Gut, dann rufen wir den mal wieder. The bed is not properly made. See that it's done right away. So, jetzt kommen sie beide. Ach so, die stehen ja wieder davor. Oh, jetzt. Hello, can I come in? Ah, yes. Ja. I am here to make the bed for you. I'm very sorry about the inconvenience, sir. Ach, jetzt macht er mein Bett. Das letzte Mal hat er hier die Toilette gemacht. Und jetzt macht er mein Bett. Macht die Tür zu. So, dann gehen wir mal wieder raus. Hello, sir. Hurry up, get cracking. Ja. Jetzt können wir auch darüber gehen. Nachricht für Ken Morgan. Dexie Barrett hat ein Mitglied der Soundcrew darum gebeten, eine Nachricht an der Rezeption abzugeben. Der Umschlag ist an den Bewohner der Königinnen-Suite alias Ken Morgan gerichtet und enthält wahrscheinlich Informationen zu Ort und Zeit des Treffens. Was immer Barrett und Morgan zu besprechen haben, ist wahrscheinlich geheim. Gut. Ja, you know, I think you just answered your own question. Jetzt geht er aufs Klo. Gut. Jetzt kann ich hier auch wieder raus. Und ich lasse ihn dann da ein bisschen ausruhen. Dann gehen wir mal unten an die Rezeption, weil da muss ich das auf ein Tablett drauflegen. I found this on the stairs. Says Queen Suite on the envelope. I see. Very well, I'll take care of it. It's a slow day, huh? Well, I hear there's a big rush in tomorrow. Ken Morgan. Any messages for me? Ja, da. Let me check. Yes, Mr. Morgan. The letter was only just delivered. Here you are, sir. Oh, finally. Basement linen room. Call me when you get there. Dexie Barrett. Well done, 47. Morgan is on the move, and we know exactly where he is headed. Dexie Barrett finally gave word. We're meeting at the linen room. Welcome to the exciting world. Ein geheimes Treffen. Ken Morgan wird sich mit Dexie Barrett in der Wäschekammer im Keller treffen. Das muss der Grund für Morgans geheimnisvollen Besuch sein. Interessant. Und da kann ich ihn dann wahrscheinlich erledigen. Work
Don't wait. This must be the place. Wait outside, Otis. Negotiations are best done on equal terms. If you think that's best, sir. Mr. Cross. No, I do not. Barrett postponed our rendezvous. She made a rather far-fetched excuse, something about roadies. I got the distinct feeling she is stringing us along. She does. I see. How much more? Oh, this rather reeks of greed and guilt. A most tedious cocktail. No, no, better let her make the next move. Make her feel in control. I am convinced I can make her come around. If not, there is always the other way. Think nothing of it, Mr. Cross. She stood you up, Mr. Chief. Do we have a problem, Boris? Too soon to say, Otis. Too soon to say. So did I tell you my mother was going to do it? I get on. Sir, please conduct yourself in an orderly fashion. Sir! Hey! So. Hey, I need... Eddie, it's me. Pick up, man. We've got someone causing trouble. Oh, thank God. I need some help, please. Shit. You okay? What the hell is happening? I just found a body. Sir, I think they've been... Suspect is in the basement. Okay, I'll deal with it. Noch jemand ohne Fahrschein? Da. Wohin guckst du denn? Got a visual. Alarm Easter. He's gone. No. Huh? Ah! Central, come in. I'm here now. Nothing. Make him pay. Oh, no. It's got going. Wie viele wollen denn da noch kommen? Alter. Ups, da habe ich es doch nicht mehr geschafft. Na gut. Our Friends Electric. Ein defektes Mikrofon, das schreit ja förmlich nach einem Unfall. Okay. Wes Liston, der Produzent, hat ein altes Branson MD2 Mikrofon angefordert. Dieses seltene Modell wurde in den 1960er Jahren nach einigen Zwischenfällen vom Markt genommen. Offenbar versagt ein Produktionsfehler bei hohen Spannungen einen tödlichen Kurzschluss. Das klingt doch vielversprechend. Aber wie? Ich brauche diesen Code. Fehlerhaftes Mikrofon. Wes Liston, der Produzent, hat ein altes Branson MD2 Mikrofon angefordert. Dieses seltene Modell wurde in den 1960er Jahren nach einigen Zwischenfällen vom Markt genommen. Offenbar versagt ein Produktionsfehler bei hohen Spannungen einen tödlichen Kurzschluss. Wes Liston macht einfach keine halben Sachen. Okay, also muss ich doch nochmal runter zu diesem komischen Typen und gucken, ob der vor seiner Fresse da eine Karte für sein Zimmer hat. Sonst komme ich da nicht weiter. Great.
Generalschlüsselkarte. Eine Generalschlüsselkarte, die an leitende Mitarbeiter des Hotels ausgegeben wird. Sie öffnet jede Tür des Hotels. Das ist perfekt. Ich habe auch nur eine Stunde gebraucht, um die zu finden. Endlich kann ich hier rein. Hat auch gar nicht lange gedauert. Ah, oh, endlich, Alter. Beschaffen Sie das Mikrofon. Wo ist das? Da ist es. Bremsen MD2 Mikrofon. Ein altes Branson MD2 Mikrofon angefordert. Dieses seltene Modell wurde in den 1960er Jahren nach einigen Zwischenfällen vom Markt genommen. Offenbar verursacht ein Produktionsfehler bei hohen Spannungen einen tödlichen Kurzschluss. Der ist sehr schön, wenn nicht ideal für meine Zwecke. Jetzt gehen wir mal hoch. Nee, wir müssen runter. Wir müssen auf die andere Seite. Ready? I'm running. Wes, I have that Branson MD2 mic you ordered. Sweet. Swap it for the one in the booth, yeah? Can't wait to test. Sweet. Swap it for the one in the booth, yeah? Can't wait to test this baby out. Dann bringen wir das mal hier an. Wo muss ich da hin? Achso, nach hinten. Hey, buddy. Come on, that's it, man. Sorry, ich hau schon wieder ab. Ja, Entschuldigung. Du hast mich nicht gesehen. What's that crackling? We got stabbed. First, mate, but no cigar. Nope. You had it. You lost it. Man has talent. Two batches done. Ah, jetzt verstehe ich's. That's nicely done, 47. So. With a little more adjustment, this should make for an electrifying performance. Hey, someone get Jordan in here. This is right up his alley. Nah, that's shite. When I record intervenes, the violinist stabbed the bass player with a pair of antlers. Keyboard player got into a duel with the lead guitarist. Komm, wir wollen das alle sehen. Wie du verbrennst. Ja. Körper wurde gefunden. Unfallkill. Next up, Ken Morgan. Ja. Yep. Ups, das war mit Absicht. Aufs Haus. Jemand hat Ken Morgans Suite verwüstet. Das sollten wir ausnutzen. Aha. Laut des Memos der Hotelmanagerin haben betrunkene Mitglieder der Soundcrew von Jordan Cross gestern Nacht die Königinnen-Suite verwüstet. Da das Zimmer noch nicht wieder bezugsfertig ist, haben Ken Morgan und sein Leibwächter noch nicht eingecheckt. Das ist gut für uns. Laut der Hotelmanagerin bringt einer ihrer Mitarbeiter morgen auf seine Suite, sobald Housekeeping das Zimmer freigibt. Dieser Mitarbeiter können Sie sein, 47. Sie spielen doch gern den Diener. Oh. Notiz der Managerin. Königinnen-Suite Notfall. Eine Notiz der Hotelmanagerin. Das Unvorstellbare ist passiert. Heute Morgen sind Turnleute des jungen Meister Cross in die Königinnen-Suite eingebrochen und haben sie verwüstet, nachdem die Zimmermädchen dort waren. Mr. Morgan, unser geschätzter Gast und Repräsentant unseres
Eigentümers, Thomas Cross, hat sich zu Recht über den schändlichen Zustand seiner Gemächer beschwert. Sobald der Putztrupp fertig ist, erwarte ich, dass einer unserer Mitarbeiter Mr. Morgan in seine Suite begleitet, sich vergewissert, dass er zufrieden ist und sich anständig bei ihm entschuldigt. Sollte das nicht geschehen, kommt es selbstverständlich zur sofortigen Kündigung, na klar. Was auch sonst. Sprechen Sie morgen an. Mr. Morgan, Sir. When can I have my suite? Please accept my heartfelt apology for the mishap earlier. The Queen's suite is ready for you. Follow me. Well, that was relatively fast. Very well. Lead the way. Gut, dann fangen Sie mir mal bitte. Here we are. I trust everything is to your liking. A definite improvement. Hardly the Burj Al Arab. Let's take a closer look. Sehen Sie sich mit morgen das Penthouse an. Das machen wir natürlich. See there? A smear. As expected. Entschuldigen Sie bitte. Das mache ich natürlich sofort weg. So sloppy. Ernsthaft, jetzt haben Sie da auch schon noch was gemacht. Besser gesagt, nichts gemacht. Covered in dust. I dare say a definite improvement. Gut, das ist auch weg. Was können die eigentlich? Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich pack die natürlich sofort weg. Soda can. Oh, get rid of that, honestly. Where's your sense of pride? Ah, entschuldigen Sie bitte, ich mach das sofort weg. Excellently done, 47. Let's make Morgan feel right at home. Calcium stains. Why am I not surprised? You know what to do. Now, the scene of the crime. Ground zero. Let's take it closer. Und da wir natürlich alles machen hier, werde ich ihn jetzt um die Ecke bringen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Geht's Ihnen nicht gut? Dann muss ich Ihnen leider einen kleinen Knacks geben, damit es Ihnen noch besser geht. So, bitte gerne. Target down. Now on to Jordan Cross. Intervention. So, Dixie Barrett hat also eine mysteriöse Tonaufnahme ihres Klienten Jordan Cross. Langsam wird die Sache interessant. Offenbar hat sich Jordan Cross zwanghaft mit einer mysteriösen Tonaufnahme von Hannah Hike Moore befasst. Allerdings hat eine Managerin, Dixie Barrett, die Aufnahme mittlerweile an sich genommen. Zu seinem eigenen Besten. Nun, ich schlage vor, Sie besorgen sich diese Aufnahme, 47. Sie wäre vielleicht ein perfekter Köder und wenn mich mein Gefühl nicht trügt, eine Chance, Cross mit seinen Verbrechen zu konfrontieren. Ich schlage vor, Sie suchen die Aufnahme zuerst in Miss Barretts Privatgemächern, Zimmer 404 in der Kaiser Suite. Wo auch sonst. Die mysteriöse Aufnahme. Offenbar hört sich Jordan Cross nachts immer wieder eine Aufnahme an, auf der sein Streit mit einer Frau zu hören ist, bei der es sich laut eines seiner Leibwächter um seine verstorbene Freundin Hannah Hikemore handelt. Wie es scheint, hatte unser Klient recht. Durchsuchen Sie Dixie Barretts Zimmer. Penthouse-Safe-Kombination. Shit. Bitte trink das jetzt. Trink dein Brechmittel. Das magst du doch so gerne. Ist lecker. Ist Medizin.
Nicht zögern, einfach trinken. Und wie schmeckt's? Ist doch lecker. Oh shit! I will spew in a matter of seconds. Please let me through! Jetzt habe ich auch die Zahlenkombination. Eine Karte mit einer Safe-Kombination von Dexie Barrett. 41713B. Jetzt habe ich es endlich. Was haben wir denn hier überhaupt? Datenträger. Ein kleiner Datenträger aus Dexie Barretts Hotel Safe. Musiker speichern auf dem Modell gerne ihre Aufnahmen. Sie brauchen einen Computer, um den Inhalt zu überprüfen. So, dann gucken wir mal. So, haben wir den auch. Eine Chance, das Aufnahmestudio zu räumen. Interessant. Der Kammerjäger wird die Kaiser Suite wie geplant inspizieren. Er hat die Hotelmanagerin gebeten, das Aufnahmestudio zu räumen und alle für die Dauer der Inspektion in das Atrium bringen zu lassen. Ich schlage vor, sie suchen diesen Kammerjäger, 47. Im Augenblick desinfiziert er das Erdgeschoss. Zeitplan des Kammerjägers. Der Kammerjäger will die Kaisersuite heute im Laufe des Tages inspizieren. Auf seinen Wunsch hin wird die Hotelmanagerin das Aufnahmestudio räumen und alle für die Dauer der Inspektion ins Atrium bringen lassen. Sehr gut. Dann gehen wir gleich mal hier raus, weil die eine kann mich da erkennen. So, finden Sie das Pestizid. Gut, dann muss ich aber erstmal zu meinem Auto gehen. Insektizid. Ein starkes Insektizid. Die Dämpfe machen bewusstlos, sind ansonsten aber relativ harmlos. You. I suppose you wish to inspect the penthouse very well. I'll make the call. But I'm warning you, no slips. Especially not with young Master Cross on his way down. If any of those toxins get into the ventilation system, you could gas the whole atrium. Understood, ma'am. You should hear this one. I went into town and one of these young monks. Yes, hello. This is the manager. I am so sorry to disturb. Oh, indeed, yes, the pest exterminator. He needs to inspect the Emperor's suite now. Could I possibly ask you and your team to... Are they led to marry? I mean, I'm just excellent. Thank you. Please join us in the atrium for refreshments. I promise it won't take long. Bye. Thank you. Warten Sie auf Jordan Cross und sein Gefolge, um ins Atrium zu gelangen. Setzen Sie das Gas frei. Jeez! Jordan! Wo ist denn der Typ? Da.
Mensch, Maschine. Ein neuer Drummer. Wollten Sie nicht schon immer in einer Band spielen, 47? Interessant. Der Drummer von The Claws hat die Band überraschend verlassen und das Plattenlabel hat sofort für Ersatz gesorgt. Der neue Mann, ein aufstrebender Indie-Drummer namens Abel de Silva, wartet bereits in der Restaurant-Lounge. Und es kommt noch besser. Niemand hier kennt Mr. de Silva persönlich. Und sie sehen ihm erstaunlich ähnlich, 47. Wenn keiner den zuvor gesehen hat. Woher weiß sie, dass ich dem genau ähnlich sehe? Der neue Drummer. Der Drummer von The Claws hat die Band überraschend verlassen und das Plattenlabel hat sofort für Ersatz gesorgt. Der neue Mann, ein aufstrebender Indie-Drummer namens Abel de Silva, wartet bereits in der Restaurant-Lounge, um vorzuspielen. Oh, that really scared me. Gut, jetzt habe ich ihn endlich. Jetzt verkleide ich mich als ihn, der ist ja nur bewusstlos. Jetzt suche ich aber erstmal mal. Ah, da ist meine Münze. Do I know you? Oh, hey, you're Quentin's replacement, right? Abel de Silva. Ja. Thanks for coming out, Abe. Follow me. Spielen Sie für Jordan Cross Schlagzeug? Ich kann noch gar kein Schlagzeug spielen. Ah, jetzt darf ich. So, dann. Wollen wir mal. Ja. Hitman kann alles. Fragen Sie Cross für ein Gespräch unter vier Augen. Oh, das würde ich bei mir nicht tun. Ich will ja nichts sagen, aber guten Flug. Es war ein Unfall. Gut. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir alle Missionen gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links kommt ihr zu meinem Kanal, rechts sind weitere Videos verlinkt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und hier warten alle Gäste darauf, dass das Geburtstagskind kommt. Ja, das hast du zu spät gesagt. Der ist gerade runtergestürzt.